Im Namen Allahs des Allerbarmes, Barmherzigen, Frieden und Segen gebühren seinem Propheten Muhammad, seinen Gefährten, seiner Familie und all jenen, die ihn Folge leisten bis zum Tage der Auferstehung. Es heißt in einer Überlieferung, die Spende verringert nicht das Vermögen und der bescheiden ist, erhöht Allah sein Ansehen. Wenn wir uns diesen Hadith betrachten, offenkundig widerspricht dem, was wir kennen aus der Realität. In welchem Sinne? Eine Spende verringert eigentlich schon das Vermögen. Ja, das heißt, wenn du 500 Euro hast, 200 Euro davon spendest und nur noch 300 Euro hast, verringert es das Vermögen. Ja? Und wenn du bescheiden bist und dich nicht ständig in den Mittelpunkt tust, ja, dann ergeben sich keine Gelegenheiten, dass sich dein Ansehen bei den Menschen erhöht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in dem Hadith heißt es, ja, dass derjenige, der spendet, das verringert nicht sein Vermögen, denn Allah subhanahu wa ta'ala wird es erhöhen und wird es vermehren, entweder in der Dunya oder in der Akhira. Und derjenige, der bescheiden ist, Allah subhanahu wa ta'ala wird sein Ansehen automatisch erhöhen. Und wenn wir uns diesen Hadith betrachten und die heutige Realität, dann sehen wir, dass die Menschen heute jedoch wirklich, und vor allem, das ist bezogen auf den letzten Part des Hadiths, bezogen auf die Bescheidenheit, wirklich Aufmerksamkeit suchen. Also es herrscht ein Hunger, ein Durst nach Aufmerksamkeit. Wir leben in einer Atmosphäre, in einer aufmerksamkeitsgeilen Atmosphäre. Die Leute suchen, dürsten nach Aufmerksamkeit. Und es fängt wirklich in jungen Alter an. Jeder von uns kennt den Klassenclown, den er in der Klasse hatte, wenn er nicht selber dieserjenige war, der keine Gelegenheit sich entgehen ließ, irgendwie seine Person in den Vordergrund zu tun, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Alle mussten über ihn reden und er hat sich keine Gelegenheit entgehen lassen. Ja? Und so fängt das schon mit jungen Alter an. Und später, wenn man älter ist, auch die Medien und die Umgebung vermitteln einem nichts anderes als das. Ja? Also wir kennen diese ganzen Sätze, profilier dich, sei wer bei den Menschen, sei du selbst, sei nicht 0815, sei Mainstream. Das sind alles Aufforderungen, ja, irgendwie Kante zu zeigen, wie man so schön sagt. Ja? Don't be maybe, ja, all eyes on me. Also dass man wirklich sich irgendwie in den Mittelpunkt der Menschen stellt. Und so sehen wir, dass dann diese Aufforderung und dieser Durst bei den Menschen auch wirklich auf die komischsten Art und Weisen in Erscheinung tritt. Und gerade im heutigen Zeitalter, im Aufkommen der sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter und all diese Dinge, das ist natürlich die perfekte Plattform, um diesen Menschen, ihren Durst nach Aufmerksamkeit, damit können sie ihn perfekt stillen. Ja? Und so sehen wir die komischsten Dinge, die aufkommen. Selfies und Leute, die sich mit ihren Autos und sonst was fotografieren lassen und irgendwelchen materiellen Gütern und wie viele Freundinnen sie haben und wie viel sie zugenommen haben an Körper und an sonst was und jeden Tag, was sie essen, ja, dass sie irgendwie 50 Euro Menü zu sich genommen haben. Und das ist ja die perfekte Plattform, die diesen Menschen geboten wird, diesen Durst nach Aufmerksamkeit zu stillen. Ja? Gerade diese sozialen Netzwerke. Und Bruder, hier an dieser Stelle sei gesagt, es geht hier nicht darum, diese Dinge zu besitzen, ein Auto zu besitzen. Ja? Sondern es geht vielmehr darum, damit zu prahlen, mit diesen Dingen, durch diese Dinge Aufmerksamkeit zu erlangen. Und das ist das eigentliche Problem. Denn wenn man diese Dinge besitzt, man kann auch bescheiden sein, dann ist es kein Problem. Aber durch diese Dinge Aufmerksamkeit bei den Menschen zu holen, bei den Menschen zu gelten, das ist das eigentliche Problem. Und so sehen wir wirklich, dass sich diese Durst nach Aufmerksamkeit sehr, sehr komisch veräußert bei den Menschen. Sei es im Aufkommen von irgendwelchen Bewegungen wie Punkern, Gothics oder Hipster jetzt zur Zeit, wo es wirklich hier nur um Attention geht sozusagen, eine Aufmerksamkeit. Ich muss irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen. Ja? Sei es, dass die Röcke immer knapper werden, ja? Dass die Klamotten immer enger werden, dass die Autos immer lauter werden, die Farben immer knalliger werden. Und wenn wir das im Zeitraffer betrachten, vergleichen wir die 80er mit den 90ern und jetzt das letzte Jahrzehnt, ja? Dann sehen wir auch wirklich, dass sich das rasch entwickelt. Und wie gesagt, gerade jetzt mit dem Aufkommen von Facebook und diesen Plattformen, das ist natürlich die beste Möglichkeit, um diesen kranken Durst nach Aufmerksamkeit, was ja im Endeffekt nichts weiter als ein Minderwertigkeitskomplex ist, um diesen irgendwie zu stillen. Und hier ist es für uns Muslime wichtig, nicht in diese Falle zu tappen. Und es ist interessant, wenn man diese Leute fragt, diese Leute, die, wie gesagt, diesen Durst nach Aufmerksamkeit versuchen zu stillen, durch die komischsten Mittel, Arten und Weisen und Wegen, wenn man sie fragt, warum tust du das? Warum? Wenn man sie fragt, warum ist deine Hose, ja, wieso ist die Hose enger an deinem Bein als die Socken an deinen Schuhen?
Wieso trägst du so knappe Outfits? Wieso machst du dieses und jenes? Ja? Dann kommt meistens bei all diesen Menschen dieselbe Antwort. Wieso trägst du solche Haare und dieses und jenes? Ja? Meistens kommt immer dieselbe Antwort. All diese Menschen sagen immer, ich tue das für mich. Wenn du sie fragst, warum tust du dieses und jenes? Du willst doch nur Aufmerksamkeit erzeugen oder das widerspricht der gesellschaftlichen Norm. Warum machst du das? Sagen sie immer, ich tue das für mich. Mir gefällt das. Und hier sei ganz klar gesagt zu diesen Menschen, wem wollt ihr damit reinlegen? Ihr könnt euch selbst nur damit reinlegen und nicht mal euch selbst, weil man weiß ganz genau, dass man das nicht für sich selber tut. Natürlich ist man ein Produkt der Gesellschaft, ein Produkt der Medien, ein Produkt der Umgebung. Und dementsprechend kommt man halt dann zu solchen Aktionen, zu solchen Handlungen. Und hier interessanterweise wirft man vor allem immer den Muslimen vor, dass sie Aufmerksamkeit bei den Menschen haben wollen, dass sie sozusagen vor allem den Konvertiten, man sagt, die konvertieren doch nur zum Islam oder werden islamisch, weil sie wollen nicht mehr normal sein, sie wollen nicht mehr in ihrem Alltag leben, sie wollen nicht mehr der Hans, Franz und Peter sein, der sie mal waren, sie wollen ausbrechen aus diesem Gefängnis. Dann kommen immer diese ganzen pseudowissenschaftlichen, pseudopsychologischen Erklärungen, warum die Menschen zum Islam konvertieren. Ja, und jeder von uns kennt das, das ist leider so ein wirklich billiger Vorwurf, den man den Muslimen, vor allem den konvertierten Brüdern, macht, die sind tagtäglich damit beschäftigt. Und dann heißt es ja immer, der war immer ein Spießer, der war immer ein Normalo, der ist seiner Arbeit nachgegangen, sein 0815-Leben. Und er wollte irgendwann aus dem Gefängnis ausbrechen, lässt sich ein Bart wachsen. Wenn man ihn jetzt fragt nach seinem Befinden, wie es ihm geht, sagt er nicht mehr, mir geht's gut oder muss oder sonst was oder super, sondern er sagt jetzt Alhamdulillah. Ja, er grenzt sich ab mit seiner Sprache, mit seinem Aussehen, mit seinem Bart. Und diese Vorwürfe kommen vor allem gegenüber Muslimen. Und an dieser Stelle werden wir diese Brüder in Schutz nehmen und diese Geschwister allgemein in Schutz nehmen und sagen, dass hier der Islam Aufmerksamkeit mit sich bringt, ohne Frage. Ohne Frage. Aber hier geht das mit einer Überzeugung einher. Fragen wir doch den Muslim, warum er dies tut, so ist er der einzige Mensch, der antworten wird, ich tue das für Allah. Er sagt nicht, ich tue das für mich selber. Ich tue es für Allah, um das Wohlgefallen Allahs zu erreichen. Und natürlich, Brüder, liegt hier, Geschwister, hier liegt eine Gefahr. Hier liegt eine Gefahr. Warum? Wir sind auch in dieser Gesellschaft groß geworden und auch wir sind natürlich ein Produkt dieser Gesellschaft. Und natürlich auch beeinflusst von dieser Gesellschaft. Ja? Wir unterliegen auch der Beeinflussung dieser Gesellschaft. Und dementsprechend kann es auch bei uns sein, dass wir natürlich auch anfangen, langsam Aufmerksamkeit bei den Menschen zu ersuchen. Durch den Islam vielleicht. Und da muss man immer wieder Allah subhanahu wa ta'alas gedenken. Und da darf man nicht davon abkommen. Denn der Islam hat sehr, sehr viele Mechanismen, welche die Anbetung konzentrieren auf Allah subhanahu wa ta'ala. So, dass sie nicht mehr bei den Menschen Ansehen ersuchen, dass sie nicht den Status, das ist ja vor allem Status, der hier vermittelt wird, ja, dass sie den Status und das Ansehen nicht bei den Menschen ersuchen, dass sie sich auch nicht durch Statussymbole wie Auto oder sonst was versuchen zu profilieren, dass sie allgemein von den Menschen, ja, die Aufmerksamkeit der Menschen, das Gelten, also die Geltung bei den Menschen verachten und missachten und nicht versuchen, die Herzen der Menschen in Bezug auf ihre Person zu gewinnen. Darum geht es nicht. Wir wollen die Herzen der Menschen für den Islam gewinnen. Nicht die Herzen der Menschen für unsere Person. Ja? Sondern nur für den Islam. Und deswegen hat der Islam viele schöne Mechanismen, viele interessante Mechanismen und Mechanismen, die man kennen muss als Muslim, welche die gesamte Anbetung und das gesamte Ersuchen der Aufmerksamkeit rein auf Allah subhanahu wa ta'ala konzentrieren. So schreibt uns der Islam vor, Ihsan zu haben. Das heißt, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala so anbeten, als würden wir ihn sehen, denn auch wenn wir ihn nicht sehen, er sieht uns. Dass er den Ikhlas vorschreibt, dass wir alle Taten nur für Allah subhanahu wa ta'ala tun. Das Verbot der Augendienerei, ja, dass wir in den gottesdienstlichen Handlungen etwas anderes anstreben als das Wohlgefallen Allahs. Und sei es auch zu 0,1%, weil wir dem Menschen gefallen wollen, weil wir den Menschen das Bild vermitteln wollen, wir sind eine religiöse Person. Ja. Sei es, dass der Islam sagt, verborgene Taten im Offenen wie im Geheimen sind etwas Schönes. Und vor allem gibt es in den islamischen Quelltexten, Koran und Sunna, sehr, sehr, sehr viele sehr schöne Ansporn. Sehr viele Überlieferungen, dass man im Geheimen Gottes Anbetung vollziehen soll, spenden soll im Geheimen. Wenn die Blicke der Menschen einen nicht erfassen, die Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala ist in der Nacht, wenn die Blicke der Menschen einen nicht erfassen, nur der Blick des Schöpfers einen erfasst. All dies sind Dinge, die den Menschen klar machen, schmeiß das Ersehen oder diesen Durst nach Aufmerksamkeit und Geltung bei den Menschen, schmeiß das zur Seite, das brauchst du alles nicht. Du brauchst nur die Aufmerksamkeit deines Herrn und du brauchst nur das Wohlgefallen deines Herrn. Und das müssen wir uns wirklich als Muslime hinter die Ohren schreiben. Denn nicht, dass wir eines Tages wirklich diesem Vorwurf dieser Kuffar oder der Nicht-Muslime gerecht werden und es wirklich tun, um bei den Menschen Aufmerksamkeit zu erlangen.
Und deswegen muss der Muslim sich immer an diese Mechanismen gedenken, immer Allah subhanahu wa ta'ala gedenken, immer daran gedenken, dass er wirklich die Anbetung nur auf seinen Herrn konzentriert. Und deswegen gibt es eine sehr, sehr schöne Überlieferung, die eigentlich wirklich das Thema auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise darstellt. Und es heißt in dieser Überlieferung, zwei Wölfe, die auf Schafe losgelassen werden. Zwei Wölfe, die auf Schafe einfach losgelassen werden, sind für diese Schafe nicht schädlicher als die Gier eines Mannes nach Geld und die Gier eines Mannes nach Ansehen für seine Religiosität, für seinen Dien. Ja? Vor allem der letztere Part, sehr interessant. Und wie fängt dieser Hadith an? Es heißt, dass zwei Wölfe, die auf Schafe losgelassen werden, für diese nicht schädlicher sind als die Gier eines Mannes nach Ansehen für seine Religiosität. Und hier, Geschwister, sei gesagt, was ist für Schafe schädlicher als zwei Wölfe, die auf ihn losgelassen werden? Nichts! Und hier macht der Islam die Relation dazu klar, wie gewaltig das ist, wie schädlich das für den Dien ist, Aufmerksamkeit bei den Menschen zu ersuchen, bei ihnen einen Status zu haben, bei ihnen erwähnt zu werden. Nein, vielmehr ist der Muslim jener, er möchte der Gelehrteste unter den Menschen sein, der Beste unter den Menschen, ja? Der am meisten versucht, sich Wissen anzueignen, der die meiste Da'awa trägt, der die meisten guten Taten im Offenen wie im Verborgenen durchführt, aber bei den Menschen nicht genannt wird, bei ihren Treffen vielleicht sogar außer Acht gelassen wird. Ja, das ist, wie der Islam das sieht. Und deswegen konzentriert der Islam die gesamte Anbetung auf Allah subhanahu wa ta'ala, weg von diesen Menschen, weg von diesem Statussymbol. Sowas braucht der Islam nicht, sowas braucht der Muslim nicht. Er braucht den Status nur bei Allah subhanahu wa ta'ala. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين